Totgesagte leben länger. Brandneu und erstmals im rot-weißen Festkleid der Deutschen Bahn schwebt die neueste Generation von Magnetschnellzügen in den Testbetrieb. Müntefering's Schmalspurlösung bringt neuen Schwung in die unendliche Debatte über Sinn und Unsinn des Megaprojekts. Einspurigkeit heißt das neue Zauberwort in der Langzeitkomödie, jetzt unter SPD-Regie. Wenn wir jetzt eine Lösung finden, die von der Kostenseite her brauchbar ist, dann kann sich das Projekt auch rechnen. Erste Untersuchungen zeigen das. Selbst wenn das stimmt, sinnvoller wird das Projekt dadurch auch nicht. Schließlich gibt es schon seit Jahrzehnten eine Bahnverbindung zwischen Hamburg und Berlin, hier als gestrichelte Linie. Die geplante Transrapid-Strecke, hier rot, verliefe nahezu parallel dazu. Die Folge schon jetzt? Kein konsequenter Ausbau der traditionellen Strecke zur Hochgeschwindigkeitstrasse für den ICE. Stattdessen zuckelt die Bahn auch 10 Jahre nach der Einheit mit durchschnittlich kaum mehr als 100 Stundenkilometern durch den märkischen Sand. Es ist ja die Eisenbahnstrecke zwischen Hamburg-Berlin über Wittenberge mit einem Aufwand von ungefähr 4,5 Milliarden D-Mark wieder auf einen modernen Stand gebracht worden. Man hat aber ausdrücklich, um den Markt für die Magnetbahn zu sichern, die Auslegung dieser Strecke auf 160 Stundenkilometer begrenzt. Man könnte mit relativ geringem Aufwand diese Strecke aufwerten auf 200 bis 230 Stundenkilometer und dann mit einem konventionellen Neigetechnikzug diese Strecke in 1,5 Stunden zwischen Hamburg und Berlin bewältigen. Das heißt, einen ähnlichen Verkehrswert bieten für einen Investitionsbetrag von weit unter 1 Milliarde D-Mark. Beschämend für die Bahn, denn bereits zu Führerszeiten ging es auf dieser Strecke rasanter zu als heute. Auf der Jagd nach neuen Weltrekorden liefen die deutschen Forscher buchstäblich aus dem Gleis und fühlten sich magnetisch angezogen von der neuen Technologie, ohne Rücksicht auf Verluste. Der Fehler, der bei der Weichenstellung schon in den 70er Jahren gemacht worden ist, war der, dass man dieses System völlig unabhängig von bestehenden Einrichtungen geplant hat. Das heißt, es sollte ein völlig neues System entstehen, das nicht behindert wird durch technische Standards von anderen Systemen, die schon auf dem Markt sind. Aus diesem Grunde kann die Magnetbahn nicht auf Eisenbahntrassen fahren. Sie kann nicht in Eisenbahngleise einfahren, um bestehende Bahnhofsanlagen zu benutzen. Die Franzosen blieben auf dem Gleis und entwickelten mit Hochdruck die Radschienentechnik. Mit über 500 Stundenkilometern fuhr der TGW-Weltrekord und dem deutschen ICE auf und davon. Auch auf dem internationalen Markt. USA, Korea, Spanien und China stehen auf der französischen Kundenliste, während Deutschland gleich 2 Ladenhüter hat. Die märchenhafte Fehlentwicklung bekam mit der Einheit neues Leben. Eine Verbindung zwischen Hamburg und Berlin, so die Enthusiasten, könne sich rechnen. Mit geradezu abenteuerlichen Fahrgastprognosen. Verkehrsexperten haben errechnet, dass ab dem Jahre 2010 etwa 40.000 Personen täglich zwischen Berlin und Hamburg mit dem Transrapid reisen werden. Das sind jährlich 14,5 Millionen Passagiere. Doppelt so viel wie heute auf Bahn, Auto und Flugzeug zusammen. In einem internen Papier der Bahn geht es nun doch realistischer zu. Bei 2-spurigem Betrieb rechnet man mit 8, beim nun diskutierten 1-spurigen gar mit mageren 6,5 Millionen Passagieren. Das lässt auch in Müntefering's Partei die Alarmglocken läuten. Die verkehrspolitische Sprecherin geht auf Distanz. 6,5 Millionen heißt natürlich, dass der Fahrpreis damit logischerweise auch steigen muss. Bei einer Einspurigkeit wird auch der Takt einfach verlängert werden müssen. Also ich bin sehr skeptisch, ob das ein betriebswirtschaftliches Ergebnis ist, was die Bahn tragen kann. So wird der Schwarze Peter munter weitergereicht. Die Industrie zahlt nur, wenn der Bund den Fahrweg finanziert. Der Bund zahlt die 6 Milliarden Mark nur, wenn die Bahn die Wirtschaftlichkeit im Betrieb nachweist. Die Bahn betreibt nur, wenn sie das Risiko nicht trägt. Es kommt darauf an, dass man attraktive Reisegeschwindigkeiten bietet. Da kommt es nicht nur auf die Höchstgeschwindigkeit eines Systems an, sondern auf attraktive Geschwindigkeiten zwischen verschiedenen Stationen. Das ist unser Ziel, das ist unsere Investitionsstrategie, beispielsweise in unser eigenes Netz. Beim Transrapid steht etwas anderes im Vordergrund, zu zeigen, dass eine neue Technologie einsatzbereit und praxistauglich ist. Die Transrapid-Technik wurde 1922 erfunden. Sie wurde 1934 patentiert. Bis heute hat sie sich nirgends auf der Welt wirklich als Anwendungsstrecke durchgesetzt. Sie wurde einmal erfunden, um die Geschwindigkeitslücke zwischen der Radschienentechnik und dem Flugzeug zu schließen. Die ist aber faktisch geschlossen, weil mittlerweile, zumindest in Europa, hat man sich, auch in Japan, sich für den schnellen Radschienezug, also den ICE, den TGW,
den japanischen Shinkansen entschieden. Also, wenn ich heute Züge habe, die 400 km/h auf der Schiene machen, brauche ich eigentlich die Magnetbahn nicht mehr. Doch die mehr von einer Referenzstrecke für potenzielle Auslandskunden ist so wenig totzukriegen wie die überdimensionale Geisterbahn selbst. So beginnt das neue Jahrzehnt zwischen der Hauptstadt und dem Tor zur Welt, wie gewohnt, im Bummelzugtempo.